Jahr 1899 vollendete Giacomo Puccini seine Oper Tosca und ein Jahr später, im Jahr 1900, wurde sie in Rom uraufgeführt. Damals war Revolution in Italien, den Leuten war nicht so sehr zumute. Aber diese Geschichte von der Tosca, diese Geschichte von Liebe, Leidenschaft und Tod, die wird bis heute in den Opernhäusern immer wieder gern inszeniert und auf die Bühne gebracht. Und damit sind wir wieder zurück bei der Dramatik der Oper, allerdings zur Jahrhundertwende. Die Operndiva Floria Tosca, die lebt einzig in ihrem Traum des künstlerischen Ideals. Sie muss am Ende ganz grausam an der Wirklichkeit scheitern, indem sie realisiert, wie es wirklich um sie steht. Tosca, eine der faszinierenden Frauengestalten aus der Opernwelt. Und auch dort ist dieses Gebet oder diese Arie Visi Date ein Klagegebet. Klage auch eine Form des Gebets. Ich habe mir jetzt erst bewusst gemacht, was diese Tosca hier betet bei diesem Gebet. Visi Date übersetzt, ich lebte für die Kunst. Ich lebte für die Liebe. Nie tat ich einer lebenden Seele weh. Mit versteckter Hand half ich in vielen bekannten Nöten. Immer mit aufrichtigem Glauben stieg mein Gebet zu den heiligen Tabernakeln empor. Immer mit aufrichtigem Glauben legte ich am Altar Blumen ab. In der Stunde des Schmerzes frage ich aber, und jetzt kommt's, warum, warum? Perché, perché, warum, Herr, warum entlohnst du mich auf diese Weise? Die ganze Dramatik ihres Lebens breitet sie in dieser Oper, in dieser Arie vor Gott aus, in diesem Gebet, in diesem Klagegebet. Allerdings bleibt sie stecken bei der Frage nach dem Warum. Eine Antwort bekommt sie nicht. Perché, perché, visi date. Yes.
Dankeschön. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank.